Eine weitere sehr bequeme und extrem einfache Möglichkeit, Dateien übers Web auszutauschen, ist Droplr. Wie der Name bereits andeutet, zieht man einfach diese Datei in dieses Feld hinein und lässt sie fallen. Sie wird hochgeladen und zugleich hat man einen Link, den man kopieren und per Mail verschicken kann oder direkt hier per Mail verschicken, einbauen in eine Website oder auf Twitter oder Facebook veröffentlichen. Wenn man ohne Account eine Datei hochlädt, so wird diese Datei automatisch nach 7 Tagen gelöscht. Und das ist ja durchaus auch im Sinne der User. Diese Dateien sollen ja nicht für Ewigkeiten im Internet bleiben.